Okay. Ich habe leider eine sehr gute Solo gegen Trio-Runde gespielt. Das ist natürlich nicht der Grund, warum ich sage leider. Aber mein Nvidia-Broadcast hat einfach den falschen Monitor aufgezeichnet. Obwohl alles richtig eingestellt ist. Ein bisschen komisch. Nach dem PC-Neustart hat es jetzt wieder funktioniert. Ich habe jetzt mal eine Probeaufnahme gemacht. Das hat funktioniert. Also sehr seltsam. Total nervig. Hatte ich ehrlich gesagt auch noch nie. Aber gut. Man weiß ja nie irgendwelche Updates oder was. Und schon hast du das Problem. Keine Ahnung. Naja. Jetzt funktioniert es jedenfalls wieder. Und jetzt hoffe ich halt bloß, dass es nochmal eine geile Runde wird. Weil die war wirklich richtig cool. Solo gegen Trios. Ich glaube, es waren 5 Kills. Aber sehr actionreich. Auch saftige Action dabei. Also wirklich eine richtig... So wie man sich's vorstellt. So wie man sich wünscht. Double Bounty mitgenommen. Richtig geil. Und dann... Danach stelle ich fest... Scheiße. Falsches Display wurde aufgezeichnet. Ja. Hätte man ein Hörspiel draus machen können. Ist mir aber jetzt auch egal. Ich will keine Hörspiele hier auf YouTube bringen, sondern saftige Handshowdown-Runden. Und deshalb neue Runde, neues Glück, Ladies and Gentlemen. Beziehungsweise, es stimmt nicht ganz. Ich habe danach schon eine Runde gespielt. Ah, in der bin ich leider verreckt. Nachdem ich 2 Leute gekillt habe und am 3. bin ich gescheitert. Aber so ist es normal. Man kann ja nicht immer alles mitnehmen. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Das einzige Ärgerliche war nur, dass das der Typ war, mit dem ich die vorherige Runde eben geschafft habe. Und der hatte natürlich entsprechend viele Trades und so. Der hat eigentlich alles. Die hat gar nichts, außer Fanning. Aber Fanning ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Auch weit weg von gar nichts. So, wir haben wieder Prestige. Das bedeutet, wir müssen wieder Flares leveln. Und deswegen schmeiße ich hier lustige Fuses durch die Gegend. Also nicht wundern. Die Moseln haben wir uns auf jeden Fall ergattert in der Runde noch. Letzte Runde hatte ich hier nicht dabei. Sie lebt einfach immer noch. Okay, Devin Ranch, wir haben ein Ziel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es großer Boss, kleiner Boss ist. Habe ich nicht aufgepasst. Aber wir schauen mal runter. Okay, da unten scheint ja schon PvP abzugehen. Das heißt, wir können uns da vielleicht ein bisschen reingrätschen. Das wäre zumindest der Plan. Okay, ein Team schießt von da drüben aus, von Slaughterhouse rüber. Das heißt, da ist ein Long-Range-Fight zugange. Der Schuss war weit drüben. Vielleicht sogar im Wasserturm oben. Der andere ist bei Madonna.
das linke Gebäude. Der Schuss kam aber gerade aus dem rechten Gebäude. Da glaube ich schon echt im zweiten hier vorne. The Silent Assassin. Das war Lulu, aber Lulu hatte keine Bounty, glaube ich. Was? Oh, zwei Leute down. Ui. Sterben wie am Fließband hier. Okay, Bounty immer noch da drinne? Da oben ist er ja. Da glotzt er raus. Da glotzte er raus. Aufpassen, dass nicht von rechts einer kommt. Die wollen mich jetzt pushen. Zwei Flash direkt. Ja, da haben wir leider den letzten Mosen-Hit nicht gemacht. Der wäre wichtig gewesen. Schade, Marmelade. Und da wurden wir von der Chain Pistol gepusht. Aber war trotzdem eine relativ actionreiche Runde. Das heißt, ich würde die trotzdem mal hochladen, denn es war ja auch viel Cooles dabei. Schade trotzdem, dass die erste Runde leider nicht richtig aufgenommen wurde. Denn da hat man zwar auch in Anführungsstrichen nur 5 Kills, also auch nicht mehr als hier. Aber saftige Double Bounty. Das wäre natürlich schon cooler gewesen, das zu zeigen. Aber gut. Man kann nicht immer gewinnen. In diesem Sinne, immer episch bleiben, Freunde der Sonne. Adios und ciao, ciao. Und natürlich, die Fallen gut platziert. Beide sogar. Beide durchgelaufen, aber dann doch verkackt. Schade eigentlich, wenn ich einmal Fallen benutze. Und der rennt sogar jemand rein. Naja, gut. Dankeschön fürs Reinschauen. Ansonsten jeden Tag spätestens ab 19 Uhr live auf twitch.tv/greifenberg. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Bis dahin, guten Start in die Woche und adios, muchachos.